Brock, sind deine Muskeln bereit für ein kleines Kämpfchen? Was für eine Frage. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank, A Crack in Time. Und wir waren jetzt hier in diesem, ich meine, Funkoidendorf, ne? Genau. Und hier sollte ich nun... Ich sag's dir, sie sind alle verrückt. Es sind Kollektivwesen. Allein funktionieren sie nicht. Ja, okay, gut. Wir sollten hier einen Weg finden, wie wir hier weiterkommen. Da vorne ist Quark. Ich denke mal, da sollen wir dann auch hin. Ich mache hier noch ein bisschen was kaputt. Noch ein bisschen Randale. Ich will eigentlich erstmal hier... Oh. Ja, okay. Kann ich wohl gleich auch noch machen. So. So, Quark, du musst da jetzt mal warten. Ich will jetzt hier erstmal ein bisschen die Kisten hier einsammeln. Die hier noch waren. So. Das Geld liegt hier sozusagen auf der Straße. Wenn ich das mal so sagen darf. So. Ja. Hier ist noch ein Verkäufer. Oh ja, der Schallerupter. Haben wir jetzt freigeschaltet. Munition kaufen wir mal nach. Sollen wir uns den mal kaufen? Ja, oder? Wie viel haben wir eigentlich? 5000? Ist ja nicht wirklich viel. Kaufe ich mir ein bisschen später. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder da. Alles klar? Jetzt geht das weiter. So. Oh. Seht ihr, da hinten ist ein Bolt. Ein Goldbolt. Den, da ich den da gerade so schön sehe, können wir uns den ja auch eigentlich gleich holen. Sehr schön. Ich habe einen Goldbolt. So. Muss ich hier erstmal wieder hochkommen. Hey. Da. Da möchte ich hoch. So, ich denke mal, wir müssen hier lang. Dein Raumschiff kann repariert werden. Aber dazu braucht es größere Kräfte als alles, was dieses Universum je gesehen hat. Gefährliche Kräfte. Kannst du ein Geheimnis bewahren? Ja, ich kann ein Geheimnis bewahren. Die Zoni sind mächtige Wesen und können fast alles. Doch sie sind Kollektivwesen und müssen zusammen sein, damit ihre Energie wirkt. Im Innern ist ein Gefäß, mit dem du verlorene Zoni retten und ihre Bioenergie nutzen kannst. Folge mir und fasse nichts an. Okay, aber bevor wir das kurz machen, will ich einmal kurz in die Option tatsächlich nochmal reinschauen. Ja, nee, die Einstellungen sind alle so geblieben, wie ich sie vorgenommen hatte. So. So, Tempel von Zahn. Das sieht ja hier sehr tempelmäßig aus. So, ich stelle mich hier rauf. Soll ich mich hier raufstellen? Ich stelle mich, glaube ich, hier vorne rauf. Ich schaff das schon. Quark, kling dich in meine Navi-Einheit. Wir bleiben in Funkkontakt. Verstanden. Operation. Okay. Alles klar. Wir gehen durch. So. Also, um Situationen wie diese zu überleben, darfst du niemals Sätze sagen wie "Es ist zu ruhig hier" oder "Alles wird wieder gut". Der Einzige, der das sagt, das bist du, Quark. So, pass auf, jetzt muss ich mal gucken hier. Jetzt müssen wir dieses Zoni-Gefäß besorgen. Damit wir die Zoni dann auch einfangen können. Beziehungsweise retten können. Ist das wert? Laut dem Häuptling ist das Gefäß einzigartig. Von Orvus. So, komme ich hier durch? Oh, schnell, 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 schnell. Ah, kein Problem. Er meinte, es könnte aber genug Zeit hier. Zoni Bioenergie ist die mächtigste Ressource im Omniversum. Sesam, öffne dich. Oh, das sieht da nicht schlecht aus hier, ne? Sieht da schon ein bisschen cool aus. So, schnell mal hier. Speicherpunkt, das sieht ja schon mal gut aus. Quark, hier drin sind zwei Zoni. Diese armen, verlorenen Kreaturen. So. Schau mal, ob du eine Trophäe bekommst, aber jetzt wollen wir erstmal den Zoni haben hier.
Alles klar. So. Operation Rotes Hemd ist ein Erfolg. Das ist doch sehr gut. So, jetzt müssen wir den anderen Zoni da gleich noch einfangen. Muss jetzt mal gucken, wie ich hier durchkomme. Ja. So. Schneller laufen. Ja. Aua. Schneller laufen können wir noch nicht. Das heißt... Ja. Schneller... Alter, es ist ja hier wie hier Laufsport hier. Komm, schneller, 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 schneller. Nein, nicht wieder zurückfallen. Ah, gut. Ah, wo ist er denn? Da ist er. Komm her. Sehr schön. Zoni Nummer 2. Du lebst noch. Ich hab's doch gesagt. Gut gemacht. Das Gefäß gehört dir. Au. Komm, wir haben noch einen Zoni an einem sicheren Ort versteckt. Unsere okay. Waffen haben ihn entdeckt, als er einen Ausflug am Wasser machte. Okay, ich folge euch. Ich kann auch vorauslaufen. Schnell, alle sofort in den Tempel. Vorselon kommt. Okay, Quark, sind deine Muskeln bereit für ein kleines Kämpfchen? Was für eine Frage! Hatte sich Dr. Nefarius nicht klar ausgedrückt, was passiert, wenn du aus deinem Loch kriechst? Die Uhr gehört uns. Wow, warte. Wer? Dr. Nefarius hat hier überhaupt nichts zu sagen, Schurke. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt ein echter Doktor ist. Also gib den Kumpel meines Gefährten heraus, sonst gibt's Ärger. Wieder siegt die Technologie. Erledigt den Verwandten und bringt die andere zur Befragung. Oha, so, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier durchkommen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, tatsächlich sogar. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die hier ausgeschaltet bekommen. Ja, wow. Jetzt muss ich meine Augen und Ohren überall haben. Aber das wird wohl kein so großes Thema werden. Das. Nein. Wow, hallo, hallo, hallo. Na komm. So, da sind auch noch ein paar. Also jetzt kommt. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Höchst bedauerlich. Muss jetzt erstmal dahin irgendwie. Na. Au. Das war nicht gut. Oh, Stufe 2. Sehr schön. Zack. Zack. Oha. Ich nehme mal lieber meine andere Waffe wieder. Die macht dann doch ein bisschen mehr Sinn. Wow, 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 wow. So. Sehr schön. Neues Nanotech-Level. Und alle besiegt. Wir haben nichts zu melden gehabt bei mir. Beim Lombax Nummer 1 hier. So, wir folgen ihm einfach mal. Oh, Gegners. Dann nehme ich einfach mal hier meine Konstrukto-Pistole. Hier könnte ich eigentlich auch fast... Das war ganz schön knapp gewesen. So. Ich weiß gar nicht, konnte man die kaputt machen? Ja, ein paar Bolts haben die. Okay, ich habe nur 5 Schuss. Das ist ein bisschen blöd. Wow. Zack. 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 So, das geht ja hier schon mal ganz gut zur Sache, muss ich sagen. Du auch noch? Ja, genau. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ach, du ahnst es nicht. Eieiei, eieiei. So, ihr habt nichts zu melden hier. So. Ich könnte mal wieder ein bisschen Munition gebrauchen, tatsächlich.
Eiwei. Aua. Ja, ich weiß noch, der... Ja, jetzt sind wir gestorben. Schade. Gut, machen wir es nochmal. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt anfangen. Wir fangen an... Ja, wo ist denn das hier? Ach, hier unten. Okay, alles klar. Kein Problem. So, merken wir uns, hier müssen wir ein bisschen besser aufpassen. So, also es wird auf jeden Fall wichtig sein, nachher die Waffen gut aufzuleveln. Und die richtigen Waffen, nicht so wie bei meinem Tools of Destruction. Nicht so wie da, wo ich Tools of Destruction gezockt habe. Jetzt brauche ich vielleicht eine kleine, sage ich mal, Strategie. Genau, Strategie. Das war das Wort, was ich gesucht hatte. Ich werde die von hier oben schon mal ein bisschen bearbeiten. Jetzt habe ich leider keine Munition mehr. Nein, ich habe keine Munition mehr. Och nö. So, habe ich jetzt wieder? Ja, jetzt habe ich wieder. Ich will die von hier oben jetzt erstmal ein bisschen schon mal bearbeiten. Damit die ganz Großen dann jetzt schon mal weg sind. Ach, du ahnst es nicht. Nein, du sollst jetzt... Ah, cool. Schon Stufe 3. Ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Munition. Kann man immer gebrauchen. So, jetzt... Eieieiei. Jetzt habe ich dann doch ein bisschen die... Ja, genau. Ja, komm. Egal. So, mache ich das so hier. So, ja, jetzt ist der Große da. Den werde ich aber von hier hinten ein bisschen bearbeiten. Eben hatte ich ja leider keine Munition mehr gehabt. Deswegen musste ich jetzt so dicht ran an den. Oh, wunderbar. Wir sind zu spät. Forselon haut ab. Ja, okay. Kein Problem. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier noch einsammeln können. Vielleicht hier hinten noch ein bisschen was. Nanotech. Nö. Wir haben volle Kraft. Gut, dann können wir weitergehen. Wir können übrigens auch mal kurz mal auf die Karte gucken. Wir sind da. Da hinten müssen wir hin. Ah, mal gucken. Oh, ein Sony. Dies ist der letzte Rest Technik im ganzen Dorf. Ich wollte ihn schon lange zerlegen, aber zum Glück habe ich das nicht. Dieser Teleporter bringt dich auf dein Schiff. Folge mir. Ich bin auch immer mal ein bisschen ruhig, wenn die Charaktere was sagen, damit ihr das auch mitbekommt, weil dazu gibt es leider keinen Untertitel. Schnell, repariere dein Raumschiff mit dem Zoni-Gefäß. Okay, da ist unser Schiff. Genau, ich wollte gerade sagen, wo ist unser Schiff? Aufrüstung! Aphelion. Die Zoni haben die Aphelion repariert. Du kannst jetzt zu anderen Planeten reisen. Sammle Zoni, um Schiffsaufrüstung freizuschalten. Cool. Ja gut, dann sind wir hier, glaube ich, soweit durch und fertig. Ich kann hier die Kisten noch schnell mal einsammeln. Das sind ja doch so einige. Und hier ist sogar noch ein Goldbolt. Seht euch das an. Dann war es halt doch recht, sag ich mal, erfolgreich, dass wir hier nochmal geguckt haben. Und dann, wo ist unser Schiff? Hallo? Hello? Da. Oh, und noch eine Trophäe. Wir haben für Regentage. Na, dann mal los. Hier hinten sind auch noch ein paar Kisten. Ich nehme die einfach mal mit. Geld kann man nie genug haben. Denke ich mir jedenfalls mal. So, da hinten ist wohl nichts mehr. Da sind noch ein paar. Und, meine lieben Freunde, ich stelle mich mal hier ganz lässig vor mein Schiff. Dann sage ich mal, dann geht das beim nächsten Mal weiter. Wenn es, wie heißt, Ratchet & Clank, A Crack in Time. Bis zum nächsten Part, Leute.